Einer der Themen im Fach Deutsch und besonders in der Oberstufe ist die Vermittlung von Literaturgeschichte. Das ist jedoch keineswegs unumstritten. Nur weshalb? Die deutsche Literatur hatte ihre Anfänge im Mittelalter. Bereits im 8. Jahrhundert wurden die Merseburger Zaubersprüche und 100 Jahre später das Hildebrandslied niedergeschrieben. Die deutsche Literatur umfasst also bisher fast 1300 Jahre. Und das bedeutet, es geht um tausende Schriftstellerinnen und Schriftsteller, um ein Universum an trivialen Romanen, an religiösen Texten, an Liedern. Es geht um Komödien und anspruchsvolle Trauerspiele, um Kalendergeschichten und Schwänke, um Almanache und Kopien von Kopien und so weiter. Um diese lange Zeit und diese riesige Menge an Werken auch nur ansatzweise überblicken zu können, also überschaubar zu machen, musste man ja was tun. Die 1300 Jahre einteilen, die vielen künstlerischen Leistungen Ordnung, also portionieren und zusammenfassen. Eine besondere Rolle spielte und spielt bei dieser Aufgabe das Wort Epoche. Es stammt aus der griechischen Sprache. Mit ihm wird seit dem 17. Jahrhundert ein Zeitraum wichtiger geschichtlicher Ereignisse bezeichnet. Aber, und darum geht es hier, Epochen sind als Modell zur Einteilung von literarischer Kunst nur mit großer Vorsicht zu genießen. Schon der Berliner Wissenschaftler Rainer Rosenberg hatte in einem Aufsatz von 1987 darauf hingewiesen, dass nämlich die Epochenbegriffe nicht die Wirklichkeit abbilden. Sie sind nur der Versuch, die Literaturgeschichte zu periodisieren. Bestimmt kennt ihr solche Listen oder Schaubilder. Tatsächlich sind diese Epochenbegriffe aber erstens nur selektiv. Was das heißt? Bildhaft gesprochen wurden alle überlieferten literarischen Werke eines Zeitabschnittes in ein Sieb gegeben und dann kräftig geschüttelt. Und die wenigen Werke und ihre Autorinnen und Autoren, die nicht durchfielen, wurden auf Gemeinsamkeiten überprüft. Kannten sich die Autorinnen und Autoren beispielsweise? Schrieben sie sich Briefe? Verfassten sie literarische Werke zu ähnlichen Themen, mit ähnlichen Ideen? Und nutzten sie dabei die gleichen literarischen Gattungen und eine ähnliche Sprache? Und alle anderen Künstlerinnen, Künstler und ihre Werke, die durch das Sieb gerutscht waren, wurden verworfen, übergangen und dem Vergessen überlassen. Doch damit nicht genug. Rainer Rosenberg verwies zudem darauf, dass mehrere Epochenbegriffe retrospektiv waren und sind. Was das bedeutet? Naja, die Epochenbezeichnung Barock setzte sich beispielsweise erst im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts, also über 100 Jahre nach der Zeit dieser Epoche, durch. Das heißt, dass die Vertreterinnen und Vertreter des 17. Jahrhunderts noch gar nicht wussten, dass sie dem Barock angehörten. Gleiches gilt für die Vertreter des Sturm und Drangs. Goethe, Herder, Lenz und Schiller verstanden sich zwischen 1765 und 1785 noch nicht als Vertreter dieser Epoche. Die Bezeichnung Sturm und Drang kam erst in den 1820er Jahren auf. Sie wurde nachträglich mit Bezug auf eine von Friedrich Maximilian Klinger verfasste Komödie mit dem Titel Sturm und Drang festgelegt. Mit anderen Worten, Epochenbegriffe wurden erst später, im Nachhinein, also rückblickend entwickelt und als Etiketten auf bestimmte historische Abschnitte aufgeklebt. Dieses einfache Bild erlaubt es, eine dritte Kritik auszusprechen, dass nämlich Epochenbezeichnungen konstruiert sind. Sie stellen Entwürfe dar, Ordnungsversuche, aber sie sind keine Wirklichkeit. Ein Beispiel, auf das Rainer Rosenberg hinwies und dass diese Kritik veranschaulicht, betrifft den Blick auf die internationale, beispielsweise die europäische Literatur. So gibt es zwar in den verschiedenen Literaturen romantische und realistische Kunstwerke, aber diese Entwicklung verlief in den einzelnen europäischen Ländern völlig unterschiedlich. Und als wäre das nicht genug, gibt es Epochen, die gerade nicht in allen europäischen Literaturen zu finden sind. Die Epoche des Sturm und Drangs findet sich beispielsweise nur in der deutschen Literatur. Damit zeichnet sich ein nächstes Problem der Periodisierung von Literatur ab. Denn, darauf verwies der Kölner Literaturhistoriker Karl Otto Conradi, die Einteilung in Epochen ist zugleich verallgemeinernd und ignorant. Wie das zu verstehen ist? Nun, bestimmte berühmte Autoren lassen sich nicht einfach einer Epoche zuordnen. Sie verweigern, bildhaft gesprochen, eine sichere Zuordnung. Da sind zum Beispiel Gottfried August Bürger oder Jean Paul.
Beide passen weder in die Aufklärung, noch in den Sturm und Drang, noch in die Klassik, noch in die Romantik. Sie sind Ausreißer aus einer künstlich geschaffenen, verallgemeinerten Ordnung. Und sie sind damit nicht alleine. Es gibt beispielsweise einen prominenten Autor, Friedrich Hölderlin, der sich auf klassische Vorbilder aus der Antike bezog, aber nicht zu dem Weimarer Kreis um Goethe und Schiller gezählt wird. Und es gibt einen Schriftsteller, Heinrich von Kleist, der in seinen Erzählungen fantastische Figuren entwickelte, aber dennoch nicht als Romantiker zählt. Damit zu einem weiteren Problem der Epocheneinteilung. Auf dieses machte der italienische Literaturwissenschaftler Franco Moretti von der Universität in Stanford aufmerksam. Im Grunde kritisierte er die Einteilung von Literaturgeschichte in Epochen als elitär und deshalb beschränkt. Warum? Nun, Franco Moretti wies darauf hin, dass für die Konstruktion der Epochen immer eher das Einmalige, das Außergewöhnliche, die Ausnahme gesucht wurde. Und damit wurde jeweils die gewöhnliche, die triviale und populäre Literatur übergangen und dem Vergessen überlassen. Das führt zu einem letzten gewichtigen Fragekomplex. Wer las eigentlich Texte von Goethe? Wer las überhaupt? Und wie bekommt man das heute heraus? Die Antworten aus der Leseforschung sind zumindest irritierend. Die Vorstellung, dass zum Beispiel Goethe als berühmtester deutscher Schriftsteller Jahr um Jahr Bestseller veröffentlichte, ist verkehrt. Tatsächlich ist die Zahl der Lesefähigen bis ins 19. Jahrhundert äußerst umstritten. Sie reicht, um nur zwei Beispiele zu geben, von der Annahme des Literaturwissenschaftlers Rudolf Schinder, wonach etwa 25% der gesamten deutschen Bevölkerung als potenzielle Leser in Frage kamen, bis zur Schätzung des Germanisten Jochen Greven, wonach die Zahl der regelmäßig Lesenden höchstens 100.000 betrug, was bei etwa 20 Millionen deutschen Einwohnern ca. 0,5% wären. Und wie viele lasen davon dann so komplexe Werke wie Goethes Faust und Schillers ästhetische Briefe? Auch die methodischen Zugriffe zu dieser so wichtigen Frage sind übrigens umstritten. Während sich die Untersuchungen von Rudolf Schinder beispielsweise auf die Zahl der Schriftsteller, die Zahl der Buchveröffentlichungen, die Besuchszahlen von Bibliotheken, die Entwicklung des Zeitungswesens, Bücherlisten und Messkataloge stützten, mithin den Buchmarkt auf ökonomische Parameter analysierten, suchten andere Wissenschaftler, zum Beispiel Rudolf Schlügel, anhand von Unterschriften unter Heiratsregistern und Testamenten, die unterschiedlichen Schreibniveaus innerhalb überschaubarer Populationen zu filtern und im Anschluss daran Tendenzen einer Alphabetisierung zu entwickeln. Geleitet wurden diese Wissenschaftler von der Annahme, wer schreiben konnte, sollte auch lesen. Aber die Annahme heißt eben nicht, wer lesen konnte, las auch Goethe. Bleibt am Ende noch eine Kritik an der Periodisierung von Literaturgeschichte, denn tatsächlich sind die Epochen auf induktivem Wege entstanden. Was das heißt? An einzelnen literarischen Texten wurden wiederkehrende Motive beobachtet und zu Merkmalen eines ganzen Zeitabschnittes stilisiert und generalisiert. Aber diese Motive müssen nicht zwingend als Alleinstellungsmerkmal einer Epoche gelten. Ein Beispiel. Der Expressionismus gilt ja als eine Epoche, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts ihren Höhepunkt hatte. In dieser Epoche wurde eine Poesie bemüht, die den Weltuntergang vorwegnahm, die von Krankheit und Sterblichkeit kündete, die mit Motiven wie heidnischen Göttern, Dunkelheit und städtischem Verfall spielte. Letzteres nehmen wir einfach einmal ernst und konzentrieren uns auf ein im Expressionismus sehr beliebtes Tier, die Ratte. Die Frage ist ganz einfach. Welche der folgenden Textzitate kommt aus dem Expressionismus? Und welche anderen Epochen wurden hier zitiert? Keine Sorge. Ohne eine digitale Suchmaschine ist das nicht zu lösen. Aber darum geht es auch nicht. Die Beispiele beweisen, wie fragwürdig, wie brüchig Epochenzuweisungen sind. Also, welches Zitat gehört wohin? Und was bedeutet es, wenn man das nicht weiß? Ein Schweigen in leeren Fenstern wohnt, da tauchen leise herauf die Ratten. Wegen den Ratten? Ja, die essen doch von Toten, von Menschen, da leben sie doch von. Es gibt zwei Sorten Ratten, die Hungrigen und Satten. Und wären's Ratten noch so viele und wären Wieseln mit im Spiele,
Schließlich in einer Laube unter dem Zwerchfell fand man ein Nest von jungen Ratten. Allens faulet Holz, allens unterminiert, von Ungeziefer, von Ratten und Mäuse zerfressen.